Willkommen zu Forscom Talks, der letzten Episode des Jahres, Episode 69. Nice. Heute möchte ich als erstes auf den Adventskalender eingehen, der im Dezember stattgefunden hat. Möchte da nochmal auf die einzelnen Spiele eingehen und hier und da noch ein paar weitere Informationen euch geben. Und als zweites möchte ich euch meine Top 10 dieses Jahres präsentieren. Einerseits die Spiele, die es logischerweise reingeschafft haben, aber auch die, die es nicht geschafft haben. Mit dem Adventskalender 2014 war das nun das zweite Mal, dass ich dieses Event durchgeführt habe. Und auch hier muss ich wieder sagen, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich war mit allen Videos, glaube ich, so am 4. Dezember fertig. Habe auch in diesem Jahr wieder so ein bisschen das Problem gehabt, dass ich viele Spiele schon von Anfang an wusste, die ich machen wollte. Aber um wirklich die kompletten 24 Spiele voll zu bekommen, diese Liste, die ich plante, das hat dann doch etwas länger gedauert, weil dann halt wirklich so war, kann man das Spiel machen, kann man das Spiel nicht machen, ist das interessant zum Angucken, ist das Genre vielleicht schon zu häufig dabei, habe ich zu viele Indies, habe ich zu viele AAAs. Im Endeffekt denke ich, habe ich wieder ein relativ gutes Balancing hinbekommen, es sind 14 AAA und 10 Indie-Spiele dabei gewesen und so hatte man wirklich eigentlich eine sehr gute Abwechslung. An dem einen Tag hat man Indie, an dem nächsten Tag hatte man dann wieder ein AAA und danach kommt wieder ein Indie-Spiel. Logischerweise AAA waren mit zwei mehr vertreten. Aber ich denke, das geht in Ordnung. So, ich möchte jetzt auf die jeweiligen Tage eingehen, möchte darauf eingehen, welche Spiele sich dahinter verborgen haben, sowie die Videotitel. Das ist eine Sache, die ich mir aus Spaß einfach gedacht habe. Und zwar einerseits immer so ein bisschen versuchen, einen weihnachtlichen Titel zu haben, aber auch gleichzeitig immer versuchen, so ein bisschen anzudeuten, auch wenn kein Schwein darauf kommt, was sich hinter diesem Türchen verbürgen könnte. Tag Nummer 1, Weihnachten in der Zukunft. Ein Titel, auf den man definitiv nicht kommen kann. Man kann klar sehen, das ist ein Spiel, das in der Zukunft spielen soll, aber das ist so ein weites Thema, wo alle Arten von Spielen drin sein könnten. Wenn man denn den Titel sieht, und zwar Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier, dann kann man es erkennen, ohne aber meines Erachtens schlichtweg nicht möglich. Das Spiel persönlich hat mir sehr, sehr gut gefallen. Könnte wirklich auch daran liegen, dass ich auf einem niedrigeren Schwierigkeitsgrad gespielt habe. Aber gerade halt die ganzen Gadgets, die man hatte, machte es wirklich sehr, sehr gut und auch möglich, gewisse Sachen stealthful anzugehen, leise anzugehen. Und dementsprechend, das, was wir da gespielt haben, fand ich sehr, sehr schick. Tag Nummer 2, außerirdische Geschenke, außerirdisch Aliens. Man könnte auf XCOM kommen, aber natürlich gibt es auch viele andere Spiele, wo Aliens drin vorkommen. XCOM Long Warmoth haben wir gespielt gehabt und das persönlich hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin jemand, der eh grundsätzlich eh in den niedrigeren Schwierigkeitsgraden spielt und beim Vanilla, also den normalen XCOM, da war es dann wirklich der Fall, bei normal, da habe ich zum Teil niemanden in der kompletten Kampagne verloren und hier bei Long War, denke ich, hat man es bei Weitem besser hinbekommen. Man hat einerseits wirklich nicht das schwerste, aber ein schwereres Spiel und dementsprechend sind auch schon die Anfangsmissionen, die ersten beiden in unserem Fall, richtig anspruchsvoll und zum Teil auch schon etwas knackiger und das hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen, denn es hat auch schon von Anfang an sich angefühlt, als würde es um was gehen. Tag Nummer 3 hatte Schutzgeld für den Santa-Clan bzw. Yakuza 4. Ich denke, hier ist relativ klar, Yakuza ist eine japanische Mafia, Schutzgeld ist ein ganz großes Ding für den Santa-Clan darauf angelegt und so kam der Videotitel zustande. Ich denke nicht, dass jemand wirklich ernsthaft darauf kommt, aber gut. Yakuza 4 persönlich fand ich sehr, sehr cool. Ist ein Spiel, das zwar sehr, sehr cutscene-heftig ist, aber es hat so seinen gewissen Charme. Was mich jedoch wirklich, wirklich angekotzt hatte, ist, dass der Anfang vom Video rausgekartet worden ist. Und ich weiß nicht, wieso. Ich gehe davon aus, dass es wirklich irgendwo ein Zahlendreher drin ist. Um es einfach zu erklären, ich arbeite ja immer noch mit der TXT-File, um das Ganze zu bearbeiten. Und würde man zum Beispiel hingehen, den ersten Cut von Frame 100 bis 210 setzen. Für den zweiten würde man den Schreibfehler machen, statt 217 auf 207 gehen bis, sagen wir mal, 300. Dann würde das Programm sagen, okay, du willst von 100 bis 210 und der nächste ist ja 207. Was will ich damit? Der ist ja noch in 210 und würde dementsprechend den überspringen. Und so, denke ich, ist diese Anfangsszene rausgenommen worden. Und es ist nicht das größte Problem, denn wenn man sich den Kommentar von mir unter dem Video durchliest, was im Endeffekt rausgeschnitten worden ist, dann wird man sehen, man verpasst nicht allzu viel und wenn man das Video auch so guckt, ohne den Kommentar, sieht man, der Kollege läuft raus und sagt dann relativ schnell, oh, ich muss Geld eintreiben, ich gehe aber vorher noch dort zu den anderen Leuten rein, dann kann man auch erkennen, um was es in diesem Spiel, zumindest am Anfang, geht. Aber diese Anfangssequenz hatte
persönlich sehr, sehr viel Charme. Man hat schon von ein bisschen den Charakteren kennengelernt, weiß, wie die miteinander interagieren, weiß von Anfang an auch, um was es geht. Und eine Sache, die ich persönlich sehr, sehr interessant fand, ist wirklich, man konnte ein japanisches Büro sehen und ich fand, das hatte sehr, sehr viel Charme vom japanischen Stil, wie man es aus anderen Medien kennt, also Manga oder Anime zum Beispiel. Und das hatte halt einfach so eine Sache, die mir persönlich gefehlt hat. Und das hat mich wirklich sehr, sehr stark angekotzt, dass ich das im Endeffekt nicht im Video drin hatte. Tag Nummer 4, die Weihnachtsschnitzeljagd. Einfach, weil man in diesem Spiel wirklich von Haus zu Haus geht und endlich viele Sachen versucht zu finden, um dann das Spiel zu schaffen. Mit anderen Worten, Safe House Diaries. Das ist ein Spiel, das ich noch nie durchgespielt habe. Ich habe jetzt schon ein paar Stunden rein investiert gehabt, habe immer wieder sogar den einfachen oder den mittleren Schwierigkeitsgrad probiert gehabt, aber ich habe es schlichtweg nie geschafft. Und das ist eine Sache, die ein wirklich großes Problem ist, meines Erachtens, für dieses Spiel, denn wir hatten uns meines Erachtens nicht unendlich schlecht angestellt, aber trotzdem haben wir im Endeffekt verloren gehabt. Und da meines Erachtens müsste man theoretisch hingehen und gewisse Sachen noch überarbeiten. Wir waren hingegangen, haben ein gutes Haus mit 5 Leuten gefunden gehabt, haben es barrikadiert, haben fein aufgestellt, haben keinen Ton von uns gegeben und trotzdem wurden wir von Zombies umringt und mussten um unser Leben hoffen. Und das war wirklich schade, denn wir hatten wirklich mit 2 Stunden plus sehr, sehr viel Zeit darin investiert und dann zu sehen, dass wir im Endeffekt einfach draufgehen am Ende. Das war dann halt dann doch sehr, sehr schade und ich muss dann ehrlich sagen, nach den ganzen Stunden, die ich investiert habe, gerade auch mit diesen 2 Stunden für das Video, ich habe nicht wirklich Bock, irgendwie nochmal dahin zu gehen, denn all das, was man gemacht hat und versucht und geschafft hat, das ist wieder aus dem Fenster geworfen und dann nochmal hingehen und nochmal 2 Stunden das Ganze versuchen und hoffen, dass es jetzt vielleicht eventuell funktioniert, dass wir unseren Punkt erreichen, wo wir das Spiel beenden können. Nee, das tue ich mir nicht nochmal an. Tag Nummer 5, die Hochgeschwindigkeitsbescherung, bezieht sich auf Sonic, den blauen Igel, bzw. Sonic Generations. Ich persönlich konnte mit diesem Spiel nichts anfangen. Und das liegt nicht mal unbedingt daran, dass irgendwann man immer wieder gestoppt worden ist und nicht unendlich langweilend laufen konnte, sondern mein Problem war, dass man immer wieder abrupt gestoppt worden ist. Wenn ich das Spiel selber gestalten würde und würde sagen, zwar ein Spiel, wo man regelmäßig schnell läuft, aber halt nicht konstant, ich würde trotzdem hingehen und Sonic nicht in den Center, den Mittelpunkt des Screens setzen, sondern wirklich halt, sagen wir mal so, 25% auf die linke Seite, dass man wirklich halt reagieren kann, falls auf einmal eine Wand kommt. Hier ist es wirklich so häufig bei Generations der Fall gewesen. Ich bin am Laufen, zentral, auf einmal eine Wand, boom, bleib stehen, boom, lauf in irgendwas rein, boom, lauf irgendwo eine Klippe herunter und sterbe. Und das persönlich hat mir einfach keinen Spaß gemacht und dementsprechend einfach kein Spiel für mich. Tag Nummer 6. Kekse und Milch des Santa Clans. Wir greifen wieder auf den Santa Clan zurück und zwar diesmal für Mark of the Ninja. Wie komme ich bitte auf Keks und Milch? Okay, Mark of the Ninja. Mark, eine Markierung oder ein Markenzeichen. Das war der Witz dahinter. Markenzeichen von Santa sind die Kekse und die Milch und die Geschenke und dementsprechend habe ich das Ganze so genannt. Das Spiel selbst hat mir sehr gut gefallen. Das ist ein 2D-Stealth-Game. Das ist nicht wirklich häufig der Fall. Die meisten Stealth-Games sind weiterhin 3D. Aber das Spiel hat sehr, sehr gut hinbekommen. Gibt auch einem sehr, sehr viele Möglichkeiten, die Gegner zu erahnen, was die erahnen können. Und dementsprechend funktioniert das Ganze sehr, sehr gut. Was mich in dem Video leider doch ein bisschen gestört hat, dass ich das Ganze nicht wirklich perfekt gespielt habe. Es gab einfach so ein paar Situationen, wo das Ganze einfach nicht perfekt lief, ich dementsprechend entdeckt worden bin. Das war etwas, was ich dann doch ganz gerne vermieden hätte. Tag Nummer 7, Weihnachten in den 20er Jahren, beziehungsweise Omerta, A City of Gangsters. Dieses Spiel hat mir so überhaupt nicht gefallen. Das ist das einzige Spiel, beziehungsweise das einzige Video, das wirklich klar unter einer Stunde ist mit 52 Minuten. Und man könnte jetzt ganz klar sagen, wenn man das Ganze gesehen hat, ja, selber schuld, du hast das Tutorial nicht gespielt gehabt. Ich bin danach nochmal hingegangen und habe das Spiel erneut gespielt. Einfachster Schwierigkeitsgrad und ich habe von Anfang an versucht, Sachen richtig zu machen. Trotzdem verloren. Mein großes Problem ist wirklich, dass viele Sachen nicht so funktionieren, wie man es erwartet, dass viele Sachen schlecht umgesetzt worden sind. Und meines Erachtens, ich verstehe nicht, wie Leute sagen können, das Kampfsystem ist gut. Es ist nicht gut. Das Maximum, was ich an Leuten dabei haben konnte, übrigens, mein Headquarters wurde dann auch relativ schnell wieder angegriffen, so wie im Video. Man konnte nur 4 Leute dabei haben. Die Gegner waren 21, 22 Leute und ich habe im Endeffekt verloren, weil die am Ende
an diesem Kampf mehrere Sniper hatten und einfach nur darauf gewartet haben, mich aus der Ferne anzugreifen. Ich konnte nichts machen, ich konnte warten, wie ich wollte. Nichts ist passiert und dementsprechend, das Spiel ist einfach nicht gut. Tag Nummer 8, das Vermächtnis von Santa Claus, beziehungsweise The Raven, Legacy of a Master Thief. Hier ganz simpel beim Titel, Legacy ist Vermächtnis, auf Santa Claus angepasst, der Videotitel. Dieses Spiel hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das, was wir gespielt haben, hatte sehr, sehr viel Charme. Es war dadurch, dass man wirklich einen alten Mann, der kurz vorm Ruhestand war, gespielt hat, der hat sich auch wirklich wie einer angefühlt. Und dementsprechend hat sich das halt einfach anders angefühlt als andere Spiele, wie jetzt zum Beispiel Deponia, wo man den leicht unsympathischen, lustigen Charakter hat. Man hat immer eher so die lustigeren Charaktere. Und hier hat man halt einfach einen alter Mann, der immer noch versucht, etwas zu beweisen, aber er ist trotzdem weiterhin noch ein alter Mann. Und dementsprechend fand ich das einfach erfrischend anders. Und dementsprechend, ich kann jetzt hier schon mal sagen, zwar noch nicht wann, aber ich möchte The Raven Legacy of the Master Thief irgendwann weiter und zu Ende spielen. Tag Nummer 9, Freunde der Weihnacht, war Redshirt. Und da kommt der Name im Endeffekt, weil es ein Facebook-ähnliches Spiel ist, auf einer Raumstation. Dieses Spiel ist interessant meines Erachtens von der Idee, aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, es ist kein Spiel, wo ich sagen würde, das würde ich weiterspielen wollen. Denn wir haben definitiv über eine Stunde gespielt gehabt und ich hatte nicht im Endeffekt das Gefühl gehabt, dass wir allzu viel erreicht haben. Und wir haben sogar den Story-Modus gespielt gehabt. Und wenn man dann nochmal guckt, ich habe es jetzt nicht mehr genau vor Auge, aber ich meine, es hieß irgendwie 87 Tage, bis das nächste Story-Event beginnt. Was soll ich in der Zeit machen? Und dementsprechend, ich denke, es ist ganz lustig. Vielleicht kann man gewisse Zeit reduzieren, wenn man nicht alles vorliest. Aber ansonsten hat sich das halt extremst lang gezogen und der Inhalt war doch relativ übersichtlich. Also keine Ahnung, ob man dieses Spiel wirklich ernsthaft noch weiterspielen wollte. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass noch allzu viel passieren wird. Nummer 10. Die Santa-Schrifträume bzw. Elder Scrolls Skyrim. Im Endeffekt eine deutsche Übersetzung. Scrolls, Schriftrollen. Auf Santa angepasst, die Santa-Schrift rein. Bedebung, Videotitel. Das Spiel ist meines Erachtens sehr, sehr cool. Es ist ein sehr schön aussehendes Spiel. Es ist ein Spiel, wo man wirklich jahrelang drin verbringen kann, immer wieder neue Sachen finden kann. Das Combat-System ist ein Problem. Die Hauptstory ist nicht das Interessanteste. Und in gewissen Situationen sind Mods ganz, ganz wichtig. Mehr gibt es zu dem Spiel eigentlich kaum zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten den Anfang gesehen gehabt, hatten hier und da ein bisschen unseren Spaß gehabt, haben aber auch leider nicht allzu viel erlebt. Der eine Bug bei dem ersten Dorf hat mich aufgeregt, dass das da irgendwie nicht weiter ging, denn da hätte man hier und da noch ein bisschen was von dem aktuellen, also beziehungsweise was wir davor erlebt haben mit dem Drachen, nochmal nacherzählt und dann hätte man die Geschichte weitererleben können. So im Endeffekt ist das Spiel verbuggt gewesen und es war dann halt dann doch schon leicht enttäuschend, aber ich hoffe trotzdem, dass es für die zwei Personen auf der Welt, die das Ganze noch nicht gesehen haben, dass es trotzdem eine okay Vorstellung war. Tag Nummer 11, schneller als der Schlitten des Weihnachtsmanns, das ist FTL, Faster Than Light, auch hier wie einfach übersetzt und ins Weihnachtsteam angepasst. Und dieses Spiel, ich mag's nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben, es ist einer der Roguelikes, die mir schlichtweg nicht gefallen. Ich mag Roguelikes, wo alles aktiv passiert. Turn-based oder hier wie in FTL, das ist nicht so unbedingt meins. Ich finde es ganz cool, dass man wirklich seine eigenen Crewmitglieder hat, die selber positionieren kann, die benennen kann, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Das ist alles ganz cool, aber im Endeffekt, es ist mir zu statisch. Das Flugzeug steht und wechselt im Endeffekt nur den Hintergrund und so sonst passiert nicht allzu viel. Gleichzeitig, dass wir es leider nicht zum Finale geschafft haben, war zwar ein bisschen schade, aber im Endeffekt, wir haben den Bossgegner in Ansätzen gesehen gehabt im Sektor davor, wo dieser Prototyp oder was auch immer das jetzt nochmal im Endeffekt war, da gestanden hat. Das war im Endeffekt das Schiff im Groben. Und dementsprechend, das kann man als Bossgegner ansehen. Das haben wir besiegt gehabt. Dementsprechend, das war FTL. Tag Nummer 12, Farben vor Weihnacht, war Deblob 2. Das ist ein Spiel, das mir für die PlayStation 3 empfohlen worden ist. Und ich kann definitiv sehen, warum Leute das mögen. Ich persönlich habe mit diesem einen Level, das ich gespielt habe, definitiv genug davon. Das ist einer dieser Collector-Sound-Spiele, die ich auch auf alten Konsolen nie wirklich verstanden habe, denn der Spielinhalt ist grob das gleiche. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich mehr von diesem Spiel spielen würde, dass ich noch allzu viel, zumindest vom Gameplay her, anders erleben würde. Denn wenn man sich zum Beispiel das Intro anguckt, das sah aus, als würde da so super viel passieren. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es weiterhin nichts mit Farbe, füll alles mit Farbe, nächstes Level. Und
Das habe ich im allerersten Level erlebt. Ich habe das Spiel vermutlich auch damit komplett kennengelernt. Tag Nummer 13, maskierte Weihnachtszeit bzw. Hotline Miami. Ich habe es im Video schon erwähnt gehabt, ich habe es damals einmal gespielt gehabt, habe das allererste Level ohne zu sterben gemeistert gehabt und habe es dann nie wieder angerührt. Und jetzt haben wir das zusammen nochmal neu angespielt gehabt und ich muss sagen, ich fand's richtig, richtig gut. Ich kann wirklich verstehen, warum Leute das Spiel so gut finden. Und es ist wirklich ein Spiel, das einem auch ein bisschen beibringt, dass Draufgehen nicht allzu schlimm ist. Hilft natürlich aber auch, dass die Checkpoints logisch gesetzt worden sind und man relativ schnell, je nachdem wie man sich anstellt, auch an den Punkt zurückkommen kann, wo man draufgegangen ist. Eine Sache muss ich aber dann doch anmerken, ich habe es in dem Kommentar leicht angedeutet gehabt, und zwar ich habe das Spiel schon mit relativ niedriger Volume-Stärke, also Lautstärke gespielt gehabt, einfach weil das halt bei mir leider der Fall ist. Mikrofon ist leider nicht das lauteste, etc. etc. Und trotzdem war diese verdammte Explosion oder die beiden Explosionen so laut. Mir haben die Ohren danach wehgetan, das war nicht mehr lustig und ich musste halt wirklich hingehen. 99,5% habe ich das per Skript runtergeregelt gehabt, damit ihr nicht ebenfalls darunter leiden musstet. Also das war echt übel und da kann ich wirklich nicht verstehen, warum Entwickler grundsätzlich versuchen, das so echt wie möglich nachzustellen, dass eine Flashbang oder hier eine Explosion wirklich halt so sehr in den Ohren wehtun muss, das ist einfach nicht lustig. Tag Nummer 14, Magie liegt in der Luft, beziehungsweise Ni no Kuni. Hier hat sich einfach darauf bezogen, dass man halt Magie in dem Spiel benutzt, um in die Parallelwelt, beziehungsweise halt dann auch im Kämpfen zu nutzen und dementsprechend wurde das Ganze so betitelt. Das Spiel finde ich persönlich sehr, sehr schick, habe auch damals ja schon viel gespielt, dann ist meine PlayStation draufgegangen, musste es theoretisch jetzt neu spielen und das hat sich dann halt sehr, sehr gut angeboten gehabt. Das Spiel ist ein sehr, sehr langes Spiel, ist ein Spiel, wo man sehr, sehr viel grinden muss zum Teil und es ist leider auch ein Spiel, das einen sehr, sehr stark an der Hand hält. Wir hatten zum Ende des Videos gesehen gehabt, dass es da Leute gibt, die brokenhearted sind, die dann halt nicht mehr wirklich mitmachen und die Sache, diese ganze, man muss das Herz wiederbekommen und dem dann geben, damit er wieder richtig funktioniert, das ist eine Sache, die nie wirklich anspruchsvoll ist. Man wird immer an der Hand gehalten, es wird immer gesagt, oh, jetzt musst du das nutzen, oh, jetzt musst du dies nutzen, oh, du hast es geschafft. Leider wird das nie anspruchsvoll und das ist leider schade, aber insgesamt ist es ein sehr, sehr gutes Spiel. Tag 15, der Geist der Weihnacht in Unepic. Da kommt man nicht drauf, würde man nicht drauf kommen, ist klar, weil sich das wirklich auf diesen einen Geist bezieht, der in diesen Kollegen da reingeht und dann halt mit dem labert. Ich hatte erst überlegt, ob man irgendwas mit Dungeons und Dragons versucht zu machen, aber naja, gut. Das Spiel selbst. Im Endeffekt habe ich mich ein bisschen in den Arsch gebissen, denn ich hatte eigentlich noch ein Spiel geplant gehabt, das nicht logischerweise vorgekommen ist. Denn als ich das Ganze aufgenommen habe, habe ich realisiert, oh, das ist mehr oder weniger genau das gleiche Spiel, nur halt ein bisschen anders. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, bleibst du bei Unepic und das andere machst du irgendwann später, wann auch immer es sein wird. Unepic ist meines Erachtens ein Spiel, das man ein bisschen mehr Zeit geben muss. Denn die Grafik ist nicht unbedingt umwerfend, der Anfang ist versucht sehr stark mit ein paar Memes lustig zu wirken, die zum Teil wirklich schlecht waren. Und ich denke, wenn man sich wirklich halt, wie gesagt, die Zeit nimmt und ein paar Stunden spielt, glaube ich, könnte das ein Spiel werden, das sehr, sehr gut ist. Türchen Nummer 16 war hochtechnologische Weihnachten bzw. Mass Effect. Der Titel bezieht sich auf Mass Effect im Spiel selbst, das heißt also, wo die Menschen einen Mass Effect gefunden haben und dementsprechend einen Sprung von 200 Jahren an Technologie gemacht haben. Hier ist es der gleiche Witz, nur auf Weihnachten bezogen. Mass Effect habe ich, denke ich, zumindest am Ende des Videos leicht angemerkt, warum ich wirklich Probleme mit diesem Spiel habe. Und es ist dämlich, denn das Spiel hat sehr, sehr viel zu bieten, das weiß ich auch, wenn ich nie wirklich viel gespielt habe. Aber wirklich dieser Aufhänger, dass man halt wirklich sagt, oh, der ist total böse. Der Böse sagt, no, ich bin nicht böse. Okay, er ist nicht böse. Oha, wir haben hier was gefunden, verstellt die Stimme, er ist böse. Bösewicht ist nicht da. Oh, der ist böse. Jagt ihn. Das fand ich persönlich einfach zu dämlich. Und das ist so der erste Aufhänger. Keine Ahnung, danach kam ich nie wieder rein. Und trotzdem muss ich wirklich sagen, das erste Video hat mir Spaß gemacht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht wieso. Ich habe es so häufig versucht und im Video hat es mir auf einmal Spaß gemacht. Türchen Nummer 17. Weihnachtsferien in Großbritannien. Wenn man den Titel überlegt, Großbritannien, das wird also irgendwas mit dem Spielort zu tun haben. Wenn man dann halt ein bisschen durchguckt, könnte man auf Zombie U kommen.
Zombie U ist ein First-Person-Zombie-Survival-Game in England, das meines Erachtens sehr interessante Nutzung des Wii U Gamepads macht. Und ja, es ist nicht mein Spiel. Ich fand's sehr, sehr anstrengend vom Kampfsystem. Ich meine, dass wir gerade mit dem allerersten Charakter nicht hätten sterben dürfen. Ich weiß nicht, was für ein Tohuwabohu uns da im Endeffekt umgenietet hat, aber es hat's. Und mein großes Problem ist schlichtweg, dass gerade die ganze Steuerung nicht für Konsole weiterhin gedacht ist. Also wer mir weiterhin sagen möchte, dass First-Person-Shooter oder was auch immer First-Person mit Controller spielbar ist, ich werde weiterhin abwinken, denn das war nicht lustig. Vor allem, wenn man dann halt den Kampf gegen den ersten Überlebenden, der jetzt ein Zombie geworden ist, gesehen hat. Der Kampf hat ungefähr 7 Minuten gedauert, einfach weil der Kollege 7 Milliarden HP hatte und ich mit meinem blöden Paddel so gut wie null Schaden machen konnte. Gleichzeitig, als wir dann den Supermarkt leergeräumt hatten und dann wieder zurückgehen wollten, dass dann auf einmal diese Zombies kamen, die andere Zombies spawnen konnten. Ich will nicht wissen, wie man die in der Zukunft besiegen soll, denn das ist logisch, wie in vielen Spielen, man bekommt irgendwann einen Gegner, der halt besser ist als die anderen und dementsprechend sollte man den am Anfang nicht machen oder er ist schwerer und später würde dann halt Standardkost wie alle anderen Zombies auch, die man in der Zukunft dann ohne Probleme besiegen kann. Hier kann ich mir das schlichtweg nicht vorstellen, einfach weil das Spiel halt wirklich danach aussieht, dass man halt wirklich wenig Ressourcen hat und dass das Gameplay von der Steuerung her einfach für den Arsch ist. Tag Nummer 18 war Geschenke auf hoher See. Das war One Piece Unlimited World Red. Auch hier kommt man mit dem Titel definitiv nicht aufs Spiel, einfach weil es zu viele Möglichkeiten gibt, was bedeuten könnte. Piratenspiel gibt es ja auch einige. Es könnte einfach nur ein Spiel sein, das auf hoher See irgendwas macht oder halt irgendwie einfach ein großes Meer in der Nähe hat, etc. Auf jeden Fall, ich bin jemand, der ein ganz großer Fan von One Piece ist. Ich gebe das ja wirklich in jeder Situation an, einfach um darauf hinzuweisen, dass es ein sehr, sehr guter Manga ist. Aber das Spiel hat mir schlichtweg nicht gefallen. Ich bin jemand, der wirklich mit dem anderen One Piece Spiel, One Piece Pirate Warrior, bei weitem mehr anfangen kann, einfach weil es im Endeffekt ein Dynasty Warriors im One Piece Skin ist und es macht bei weitem mehr Spaß als das hier, wo halt wirklich man selbst bei den 0815 Gegner sowas von auf die Fresse bekommen kann und das war einfach nicht spannend. Tag Nummer 19 hatte Mordshunger auf Weihnachtskekse. Einfach hier eine Anspielung, dass man mit Mordshunger wirklich in den Knast läuft, wenn man jemanden umbringt, bis Mord allgemein, und dementsprechend The Escapist. Das ist ein Spiel, das mir sehr, sehr gut gefällt, aber ich habe es auch schon mal angemerkt an anderen Stellen, dass es wirklich ein Spiel ist, wo man ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr wirklich weiß, was man machen muss. Das ist einerseits ein Problem, andererseits ist es aber auch eine gute Sache, dass man wirklich selber überlegen muss, kann ich einfach durch die Fronttür laufen, irgendwie das dann machen, da auszubrechen? Was kann ich machen? Kann ich irgendwie einen Tunnel graben? Kann ich mich irgendwie mit einem Seil über die Mauern springen lassen oder was auch immer? Und das war wiederum ganz cool, dass man halt gerade eben wirklich überlegen musste, gucken musste und erstmal entdecken musste. Und da kommt dann meines Erachtens, glaube ich, auch das Problem, wenn man das Spiel länger und mehr spielen würde, dass man ab einem gewissen Punkt einfach schlichtweg weiß, was man machen muss. Hätten wir jetzt, sagen wir mal, mehr gespielt, hätten herausgefunden, keine Ahnung, man könnte einen Tunnel graben, man müsste dies, das, jenes machen. Ich denke, wenn man dann das Ganze in einem anderen Gefängnis wieder macht, dann ist das vermutlich auch machbar. Keine Ahnung, vielleicht gibt es da Möglichkeiten, dass die das Ganze besser verhindern können durch den höheren Schwierigkeitsgrad, mehr Wachen, mehr andere Gefangene, keine Ahnung. Aber ich kann mir auch, wie gesagt, gut vorstellen, dass das danach, wenn man das einmal hinbekommen hat, weiß, wie man spielen muss. Tag Nummer 20. Monsterhafte Weihnacht. Hey, du hast gerade einen Videotitel vorgelesen. Jetzt erkläre ich dir 7-mal, was ein Videotitel ist. Mit anderen Worten, Monster Hunter 3 Ultimate. Ein Spiel, das ursprünglich für die Wii rausgekommen ist, als Name Monster Hunter Tri, bitte fragt mich nicht wieso, und jetzt als Monster Hunter 3 Ultimate auf der Wii U erschienen ist. Und ich fand das Spiel einfach furchtbar. Durch die Bank furchtbar. Schlechte Steuerung, unendlich viele Tutorials. Das Spiel hat im Endeffekt nicht ansatzweise was mit Monster Hunter gezeigt gehabt in dieser Spielzeit. Und das, wenn man ungefähr eine Stunde plus gespielt hat, ist dann schon leicht beeindruckend. Ich hätte es wenigstens ganz schön gefunden, wenn wir wenigstens den Ansatz von einem Monster gesehen hätten. Aber no! Gleichzeitig die Grafik. Meine Fresse. Wenn das man wirklich schon von der Wii auf die Wii U portet, auf 1080p, dann hätte man wenigstens etwas an der Grafik machen können. Wenigstens etwas. Aber das Spiel sah aus wie ein Game Boy Advance Spiel. Also, nee, das Spiel durch die Bank überhaupt nicht meins.
Das Video für Tag Nummer 21 hieß Weihnachten für Nomaden. Das ist auch ein Titel, auf den man definitiv nicht das Spiel erahnen kann. Und zwar Gnomoria. Das ist ein, im Endeffekt, Dwarf Fortress in Grafik und leichter. Und ich muss wirklich sagen, klar, am Anfang hatten wir doch ein bisschen Probleme, gewisse Sachen zu starten. Aber nachdem wir das Ganze hinbekommen haben, hat es mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Und ich wäre definitiv gespannt, in der Zukunft zu sehen, was man da theoretisch noch machen könnte, was da noch passieren könnte. Aber gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich würde das vermutlich nicht mit dem gleichen Spielstand machen, denn ich denke, wir haben sehr, sehr viel Zeit einfach mit Versuchen herauszufinden, was man machen muss, um das Ganze zu starten, verbracht. Und dementsprechend, ich glaube, wir waren am Rande von den Getränken, die wir hatten. Und ich glaube, wenn wir das Ganze hätten versucht weiterzuspielen, dann wären wir irgendwann einfach alle verdurstet, einfach weil wir keinen Trinken mehr hatten und auch ich bis jetzt nicht sagen könnte, wie man an Neues rankommt. Tag Nummer 22 war geheimer Aufbau des Weihnachtsbaums, beziehungsweise Lego City Undercover. Das bezieht sich relativ simpel: Aufbau Lego und geheimer Aufbau ist im Endeffekt geheim, weil Undercover. Lego City Undercover ist meines Erachtens eins der besten Lego-Spiele, die sie bisher gemacht haben, und ich finde es wirklich sehr, sehr schade, dass es nur auf der Wii U und dem 3DS vorhanden ist, denn es ist einfach sehr, sehr cool, dieses Open-World-Erlebnis zu haben. Es ist nicht nur einfach von Map zu Map zu Map springen, also im Endeffekt von Mission zu Mission, wie man im Endeffekt dann gesehen hat, wo wir die Verbrecher da oben auf dem Dach verfolgt haben. Das ist in anderen Spielen einfach das Spiel. Eine Mission, nächste Mission, nächste Mission, irgendwann das Spiel vorbei. Hier hat man wirklich diese ganzen Open-World-Bereiche, wo man Sachen machen kann, Sachen entdecken kann oder, wenn man möchte, einfach nur frei herumfahren. Und dementsprechend, ich kann Lego City Undercover nur empfehlen. Tag Nummer 23 war mentale Vorbereitung für Weihnachten bzw. Psychonauts. Ich denke, man kann am Titel erkennen, zumindest wenn man den Titel des Spiels weiß, worauf sich das Ganze bezieht. Ich persönlich fand, das ist ein sehr, sehr abgefahrenes Spiel, wo man am Anfang aber doch einige Sachen patchen muss, bis es überhaupt funktioniert. Bisschen schade, dass da halt man nicht kurz, vielleicht noch mal eine Woche sich Zeit nimmt, um das Ganze fluffig zu machen, denn das Spiel ist meines Erachtens sehr, sehr gut, sehr abgefahren, sehr verrückt, sehr Double Fine, wenn man so sagen möchte, und dementsprechend cooles Spiel. Und zu guter Letzt, Tag Nummer 24, Königreich des Weihnachtsmannes. Beziehungsweise für die Leute, die mitbekommen haben, für ungefähr 3 Minuten. Es hatte vorher einen anderen Titel, und zwar: Ich bin jemand, der überhaupt keine Ahnung von Religion hat. Und zwar der ursprüngliche Titel war Die wahre Bedeutung von Weihnachten. Und das sollte darauf anspielen, dass in Kingdom of Amalur der Hauptcharakter wieder aufersteht. Als ich dann das Ganze freigeschalten habe und noch 3 Minuten Zeit hatte, hatte ich dann halt gemerkt, dass die Wiederauferstehung Ostern ist, nicht Weihnachten. Und dementsprechend Königreich des Weihnachtsmanns tut's ebenfalls, Kingdom of Amalur. Das Spiel selbst ist meines Erachtens gar nicht mal so schlecht, aber man merkt halt wirklich, dass es ursprünglich ein MMO werden sollte. Und das nächste Problem ist definitiv die Konsolensteuerung. Puh, wenn man jedes Mal das Menü reingehen muss, jedes Mal gucken muss, ob welche Sache besser ist und dann das Ganze auswählen, das hätte man besser machen können. Damit sind wir am Ende. Ich hoffe, dass euch der Weihnachtskalender insgesamt gefallen hat. Ich persönlich hatte sehr, sehr viel Spaß und kann auch schon mal sagen, dass der Weihnachtskalender in 2015 ebenfalls wiederkommen wird. Und damit gehen wir über zu meinen Top 10 diesen Jahres. Ich muss aber auch gleich von Anfang an wieder anmerken, denn viele Leute werden merken, dass in dieser Liste einige Spiele fehlen werden. Ich gehe nur auf Spiele ein, die ich in diesem Jahr gespielt habe, nicht die zwangsweise in diesem Jahr auch rausgekommen sind. Das heißt also, wir werden hier ein, zwei Spiele sehen, oder sogar sehr viele Spiele sehen, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, nicht nur dieses Mal. So, ich denke, wir gehen hin und gehen von 10 bis 1 durch. Auch hier wieder die Anmerkung: Ist es nicht alles hundertprozentig in der Reihenfolge? Also, Nummer 10 ist nicht unbedingt automatisch schlechter als Nummer 9. Es ist einfach die Reihenfolge, die ich mir jetzt hier kurz zusammengelegt habe. Danach möchte ich auf ein paar Spiele eingehen. Das sind wirklich eine große Menge. Will hier und da noch ein paar Worte sagen, warum sie es nicht geschafft haben, bis allgemein meine Meinung zu denen. Nummer 10. Und das ist ein Spiel, was man mittlerweile vermutlich nicht mehr erwarten würde, und zwar Marvel Puzzle Quest. Das ist ein Spiel, das einfach auf die Liste gehört, weil ich ungefähr 180 Stunden damit verbracht habe und auch wirklich sehr, sehr viel Spaß daran hatte. Das große Problem
War jetzt nur schlichtweg, dass es ein Pay-to-Win-Spiel war. Sie haben zwar hier und da ein paar Änderungen gebracht, wo man immer das Gefühl hatte, sie versuchen etwas besser zu werden, und dann gab es dann wieder zwei, drei Patches hinterher, wo das Ganze immer schlimmer war, man immer wieder das Gefühl bekommen hat, dass man im Nachteil ist, solange man nicht bezahlt. Trotzdem habe ich mit 180 Stunden sehr, sehr viel Zeit daran verbracht, hatte sehr, sehr viel Spaß daran und habe auch gleichzeitig wirklich Marvel, deren Universum, deren Charaktere bei weitem mehr kennengelernt und habe auch bei weitem mehr Interesse an deren Comics. Und dementsprechend ist Nummer 10 vollkommen okay. Nummer 9, Bravely Default. Das ist ein RPG aus der vergangenen Zeit mit neuen Möglichkeiten, mit eigenen interessanten Features, das mir sehr, sehr lange Spaß gemacht hat, bis der eine Punkt erreicht worden ist. Ich will jetzt nicht genau spoilern, was es ist, aber ich werde einen Hinweis geben. Endless Eight. Für diejenigen, die das wissen, was es bedeutet, werden wissen, was ich meine. Obwohl ich wegen dieser Endless Eight das Ganze für sehr, sehr lange Zeit zur Seite gelegt habe und andere Sachen gespielt habe und erst in diesem Jahr das Ganze wirklich zu 100% beendet habe, muss ich sagen, dass es mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich bin gespannt auf den Nachfolger, hoffe, dass diese Sequenz nicht wieder vorkommt und freue mich auf ein Spiel, das hoffentlich mindestens genauso gut sein wird. Nummer 8, das erste Spiel, das ich auch für meinen Channel gespielt habe, und zwar die Sims 4. Würde ich das Spiel vermutlich etwas mehr spielen als nur für den Channel, wäre das Spiel vielleicht nicht drin, aber was ich bisher gespielt habe für den Channel, für mich selber, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin definitiv gespannt, wie das in der Zukunft weitergeht. Vielleicht, je nachdem, abhängig von den Add-ons, die dann in Zukunft kommen, könnte das ohne Probleme da einfach wieder rausfliegen, aber für jetzt. Mit dem, was ich gespielt habe, hatte ich meinen Spaß daran und dementsprechend Nummer 8. Nummer 7 ist ebenfalls ein Spiel, das ich für den Channel gespielt habe, und zwar The Inner World. Das ist ein Point-and-Click-Spiel gewesen, das sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, das sehr, sehr charmant war. Und dementsprechend, ich werde hier gar nicht großartig drum rumreden, das ist ein sehr gutes Spiel. Ich wüsste zwar nicht, wie man mehr von dem Spiel bringen könnte, aber ich würde es trotzdem begrüßen. Dementsprechend, Nummer 7 geht ganz klar an The Inner World. Sehr gutes Spiel. Nummer 6 geht an ein Spiel, das ich ebenfalls für den Channel gespielt habe, und zwar Plants vs. Zombies Garden Warfare. Das ist ein Multiplayer-Spiel, das ich für lange Zeit gesucht habe. Ich mag Multiplayer-Spiele spielen, aber über die letzten Jahre hat das Ganze sehr stark abgenommen. Und ein großer Punkt ist schlichtweg, dass in Multiplayer-Spielen grundsätzlich Leute versuchen, wie die letzten Drecksäcke zu spielen, immer versuchen, irgendwas auszunutzen. Und bei Plants vs. Zombies Garden Warfare habe ich meines Erachtens das bisher noch nicht erlebt. Das Spiel ist bunt, das Spiel ist lustig, es versucht nicht nitty-gritty, alles ist braun, alles muss Call of Duty ernsthaftig sein. Nee, wir haben hier alles bunt, wir haben lustige Charaktere, wir haben lustige Klassen, wir haben alles einfach macht Spaß an diesem Spiel. Und dementsprechend, ich werde definitiv in der Zukunft noch mehr spielen. Das Spiel hat noch viel Content zu bieten, was ich bisher überhaupt noch nicht angerührt habe. Und dementsprechend, Plants vs. Zombies gehört einfach in meine Top 10, ohne Frage. Nummer 5, das habe ich zwar auch für den Channel gespielt, aber nur einen kleinen Teil, sehr, sehr übersichtlich. Und zwar Civilization 5. Das ist definitiv ein Spiel, das nicht dieses Jahr rausgekommen ist. Aber ich habe es in diesem Jahr wieder für mich erlebt, habe wieder angefangen, das Spiel zu spielen, habe unendlich viele hunderte Stunden in dieses Spiel investiert und dementsprechend, das gehört hier ganz klar hin. Der Nachfolger Beyond Earth, das ist ein Spiel, das ich bisher noch so überhaupt nicht gespielt habe. Ich habe den Anfang gespielt, bin noch nicht wirklich damit warm geworden und dementsprechend, das gehört nicht in die Liste. Was in die Liste gehört, ist Civilization 5. Das ist ein Spiel, das ich vermutlich in der Zukunft sogar noch weiterspielen werde. Nummer 4, Spelunky, ein 2D-Roguelike-Plattformer, den ich so nicht erwartet hätte. Ich dachte, das ist ein interessantes Spiel für nebenbei, dass ich aber so viel von diesem Spiel spiele, habe ich nicht erwartet. Das ist ein Spiel, das sehr schwer ist, aber fair ist. Und das ist eine Sache, die mir ganz, ganz wichtig bei schweren Spielen ist, dass man immer weiß, warum man draufgegangen ist, dass man nachvollziehen kann, warum man draufgegangen ist und das macht dieses Spiel richtig, richtig gut. Ich bin mit dem Spiel so gut wie durch, wenn man die Achievements sich anguckt. Und zwar muss ich nur noch 1000 Mal sterben. Das ist eine Sache, die ich bisher noch nicht hinbekommen habe. Da war ich wohl zu gut. Und dann bin ich theoretisch, was die Achievements zumindest betrifft, mit diesem Spiel durch. Definitiv richtig, richtig gutes Spiel. Auch hier ein Spiel, das ich nur empfehlen kann. Nummer 3 ist ein Spiel, bei dem ich richtig, richtig viel Zeit investiert habe. Für ein Spiel, was definitiv nicht so viel Zeit bietet, und zwar Tomodachi Life. Es ist ein Spiel für den 3DS, wo man Mies auf eine Insel einziehen lässt und dann sie beobachtet, wie sie ihr Leben leben. Und das Spiel klingt
Nicht nur so, als wäre da nicht viel los. Es ist theoretisch aber auch nicht so viel los. Aber dadurch, dass man wirklich seine eigenen Charaktere auf die Insel bringt, sieht, wie sie interagieren, mit wem sie Freunde machen, mit wem sie verfeindet sind, mit wem sie sich verlieben, mit wem sie heiraten, mit wem sie Kinder bekommen, etc. Das ist der ganz große Punkt, dass man wirklich so seine eigenen Geschichten erlebt und erzählt. Gerade auf Twitter habe ich Milliarden von Posts verfasst gehabt über das, was auf der Insel passiert ist. Und dementsprechend, das ist ein Spiel, das mir richtig Laune gemacht hat und dementsprechend kommt es ohne Frage ganz, ganz oben mit hin. Nummer 2 geht eigentlich an zwei Spiele oder eher gesagt eine Spielereihe und zwar NBA 2K14 bzw. NBA 2K15. Bei 2K14 muss man anmerken, es war immer noch ein Spiel, das ignoriert worden ist von den Entwicklern, es wurde rausgepupst, einfach damit die PCler was bekommen, aber man muss hier auch schon anmerken, 2K14 war bei weitem nicht so schwer verbuggt wie 13 dementsprechend. Das Spiel war ohne Probleme spielbar und war zum Teil sogar besser meines Erachtens als das, was die Next Gen, in Anführungszeichen logischerweise, an NBA 2K14 bekommen haben, das Next Gen, wo alles angeblich besser sein sollte. Vieles hat nie funktioniert gehabt in diesem Spiel und das Spiel, was komplett ignoriert worden ist, hat ohne Probleme funktioniert, großteils. Und dementsprechend, ich hatte meinen Spaß daran und mit NBA 2K15 haben wir jetzt endlich die gleiche Behandlung wie die Konsolenspieler bekommen. Das heißt, Next Gen Grafik, alle Gameplay Modes sind dabei, ebenfalls Virtual Currency UA, was man für Echtgeld neu kaufen kann oder halt erspielen. Und ich kann wirklich sagen, 2K15, wenn man ein Basketballspiel haben möchte, das ist aktuell das Spiel, das man haben möchte. Das Spiel ist richtig gut, sieht richtig gut aus, es macht richtig viel Laune und das ist ein Spiel, das ich bis 2K16 konstant weiterspielen werde. Ohne Frage, da wird es keine Pause geben, denn das Spiel ist so gut. Nummer 1 ist das Spiel, wo ich euch mit einem Satz das Ganze vermutlich schon ins Gehirn gebrannt habe. Plate's Week starten wir in dieser Woche mit. Genau. Nummer 1 geht an World of Warcraft. Ich habe es Mitte letzten Jahres ungefähr angefangen gehabt mit Mist auf Pandaria und habe ein Spiel gefunden, was ich dachte, würde mir nicht gefallen. Mist auf Pandaria, bis es auch bestimmt schon ein paar Add-ons davor oder Jahre, hat wieder Sachen richtig gemacht, die sie damals grundsätzlich falsch gemacht haben. Und dementsprechend ist es jetzt ein Spiel, das richtig, richtig gut ist und auch richtig Spaß macht. Und jetzt, wo dann Waters of Draenor, das nächste Add-on, rausgekommen ist, haben sie eine weitere Schippe oben drauf gelegt gehabt. Und ich persönlich habe einfach nur richtig viel Spaß daran und bin auch sehr weit davon entfernt, mit diesem Spiel aufzuhören. Dementsprechend stellt euch schon mal für die nächsten Podcasts drauf ein. Ich werde sehr stark weiterhin auf World of Warcraft eingehen, gerade dadurch, dass ich noch überhaupt nicht ansatzweise wirklich viel über das neue Add-on gesprochen habe und was vor allem komplett im letzten Monat passiert ist. Also freut euch schon mal darauf. Und das war's mit meiner Top 10. Wir gehen nochmal schnell durch. Marvel Puzzle Quest auf der 10, Bravely Default auf der 9, The Sims 4 auf der 8, The Inner World auf der 7, Plants vs. Zombies Garden Warfare auf der 6, Civilization 5 auf der 5, Spelunky auf der 4, Tomodachi Life auf der 3, NBA 2K14 bzw. 15, da definitiv eher 15, weil es ein richtig gutes Spiel ist, auf der 2 und zu guter Letzt World of Warcraft auf der 1. Jetzt habe ich noch ein paar Spiele, und das ist definitiv in der Liste von Spielen, die ich anmerken möchte, nochmal kurz darauf eingehen möchte und auch sagen, warum sie es eventuell nicht in diese Liste geschafft haben. Als erstes möchte ich mit dem Spiel Mario Kart 8 beginnen. Hätte ich eine Top 15 machen müssen, wäre das Spiel definitiv auf der 11 gelandet. Wäre das Jahr noch etwas länger, dann wäre es ohne Frage in den Top 10 wieder gelandet. Es ist einfach ein Spiel, was ich bisher noch nicht genug gespielt habe und dementsprechend fand ich persönlich aktuell es nicht richtig, es in die Top 10 zu bringen. The Binding of Isaac Rebirth. Hier ist es meines Erachtens genau die gleiche Sache. Ich habe noch nicht allzu viel gespielt gehabt und dementsprechend ist es auch hier nicht in der Top 10. Gibt mir noch ein paar Monate mehr und es wäre da drin gewesen. Das nächste Spiel ist Pokémon Omega Rubin. Das ist ein Spiel, das ich schon etwas länger habe, habe es auch schon angefangen, aber ich bin noch ansatzweise nicht mit dem Spiel fertig. Und dementsprechend habe ich mir gesagt, dieses Spiel darfst du nicht ansatzweise in der Top 10 bringen, denn das Spiel könnte, keine Ahnung, ab dem Mittelpunkt auf einmal mir nicht mehr gefallen und dann wäre es nicht prächtig, da drin zu sein. Als nächstes das Mammut dieses Jahres als Let's Play gemacht, und zwar Alpha Protocol. Mir persönlich hat das Spiel sehr gut gefallen, jedoch hat das Spiel meines Erachtens zu viele Probleme gehabt, um es ernsthaft in die Liste zu bringen. Enslaved Odyssey to the West. Ein kurzes Spiel, ein Spiel, was mir von den Charakteren sehr gut gefallen hat, aber ich denke, es hat
das gewisse Etwas gefehlt, um sagen zu können, es gehört ebenfalls in die Liste. Octo, der Deadliest Catch, ist ein sehr lustiges Spiel, das selbst von der Steuerung, so umständlich wie sie ist, mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Es war nur etwas kurz. Speedrunners ist ebenfalls ein Spiel, das ich sehr, sehr cool finde. 2D-Plattformer, wo es darum geht, die anderen Leute abzuhängen. Dieses Spiel habe ich schlichtweg einfach zu wenig bisher gespielt. Das nächste Spiel ist ein Spiel, das ich gerne hier und da mal hervorgehoben habe, hier und da eine Sache retweetet habe, einfach damit die Leute darauf aufmerksam gemacht werden, und zwar Roundabout. Das ist ein Spiel, das meines Erachtens sehr, sehr cool ist, sehr eine coole Idee hat, aber es hat gleichzeitig definitiv auch ein paar Probleme gehabt. Der erste ist definitiv, dass das Spiel halt grob 3 Stunden lang war. Das ist nicht viel, und ich denke wirklich, dass das Spiel sich ein bisschen zu sehr auf die Cutscenes fokussiert hat. Die waren lustig, die waren super, aber das Problem war schlichtweg, dass mit dem Gameplay selbst nicht allzu viel passiert ist. Das ist klar, das mit dem Drehen war eine große Herausforderung, aber ich muss wirklich sagen, dass das halt zu wenig Abwechslung war einerseits und andererseits, ich habe das bei mir gesehen, ich habe das bei anderen Leuten gesehen. Die meisten Leute haben sich extremst gefreut, wenn sie die Möglichkeit freigeschalten haben, springen zu können. Denn Springen macht das Spiel bei weitem angenehmer. Es gab so häufig Situationen, wenn man versucht hat, das Ganze mit Drehen zu lösen, wo es einfach nur frustrierend war, wohingegen der Sprung, man springt einfach drüber und egal ist es. Klar, Springen ist langsamer als mit dem Durchrotieren, aber den meisten ist das als Speedrunning egal, die Leute machen es nicht und dementsprechend, ich denke, man könnte Sachen definitiv daran verbessern, aber insgesamt war es ein okay Spiel. Als nächstes kommen wir zu einem Spiel, über das ich glaube ich noch nie ansatzweise geredet habe, und zwar Pushmo World. Das ist ein Spiel, das nur für die Wii U erschienen ist. Es gab auch einen Vorgänger schon davon. Und zwar ist das ein Puzzlespiel, was auf mehreren Ebenen basiert. Ich gehe jetzt nicht großartig darauf ein, vielleicht bringe ich in der Zukunft nochmal ein Video einfach, um das besser zu zeigen. Das ist ein sehr charmantes Spiel. Ein Spiel, was wirklich ein bisschen Denkvermögen braucht und definitiv nicht allzu einfach ist. Als nächstes kommen wir zu einem weiteren Sportspiel, und zwar FIFA 15. Das ist ein Spiel, das richtig gut ist, aber es hatte ein Problem, in die Top 10 zu kommen, und zwar NBA 2K15. Als das Spiel rausgekommen ist, habe ich es zur Seite geworfen und habe Basketball weitergespielt. Ansonsten hätte ich das FIFA mehr gespielt, wäre es vermutlich ohne Frage hier drin. Als nächstes kommen wir zu einem 3DS-Spiel, und zwar Fantasy Life. Das Spiel hat meines Erachtens sehr, sehr viel Charme, aber auch gleichzeitig einige Probleme. Ich habe das in der Vergangenheit wirklich angesprochen, dass man halt wirklich die Berufe zwar wechseln kann, aber das Ganze nicht aufeinander aufbaut. Das heißt also, wenn man den einen Beruf hatte, der dann auf eine Person getroffen hat und man dann aber einen anderen Beruf hat und der ebenfalls auf die gleiche Person getroffen hat, das Ganze baut nicht aufeinander auf. Die Person weiß auf einmal nicht mehr, wer man war, obwohl man halt gefühlte 5 Minuten erst bei ihm war und halt das Quest Nummer 700 für den gemacht hat. Auf einmal weiß er schlichtweg nicht mehr, wer man war. Gleichzeitig, das Kampfsystem ist nicht unbedingt das Beste und ich habe wirklich ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie man es wirklich beschreiben soll, dass es halt zu sehr versucht, an zu vielen Punkten reinzuspringen, aber halt nicht wirklich alles richtig gut macht. Ich habe wirklich gesagt, nicht wirklich immer die Lust gehabt, für jede Klasse zu gucken, habe ich jetzt einen Quest geschafft, kann ich irgendwas erbauen, kann ich irgendwas Neues craften oder ähnliches. Und das ist so ein bisschen die Sache, wo ich dann sehr, sehr schnell gesagt habe, ist zwar ein nettes Spiel, aber so richtig 100% bisher war es noch nicht meins. Ich denke, wenn man darauf aufbaut, könnte der nächste Teil richtig gut werden, aber das aktuell ist definitiv kein Top-10-Spiel für mich. Das nächste Spiel ist ein Spiel, das ich erst vor kurzem wieder angefangen habe, und zwar Prison Architect. Ursprünglich habe ich das mit ungefähr Alpha 11 angefangen zu spielen gehabt, habe dann, nachdem ich ungefähr 20 Stunden damit verbracht habe, mit anderen Worten 2 Gefängnisse aufzubauen, habe ich dann erstmal wieder aufgehört gehabt und jetzt mit Alpha 28 habe ich das Ganze wieder angefangen gehabt und ich habe jetzt schon wieder 10 Stunden, mit anderen Worten ein Gefängnis angefangen und ich bin wirklich aktuell nur dabei, versuchen, ein Gefängnis aufzubauen, das nicht ansatzweise Gefangene rauslässt. Das ist eine Sache, die jetzt ein bisschen einfach klingt, ist sie aber überhaupt nicht. Denn die Leute, die mir auf Twitter das Ganze schon ein bisschen mitverfolgt haben, mein Gefängnis, was ich vorher gebaut habe in diesen 10 Stunden, bevor ich jetzt das zweite gestartet habe, da ist einer von meinen 24 Gefangenen ausgebrochen, indem er durch die Hauptausgang oder Eingangstür rausgelaufen ist. Bitte fragt mich nicht wie, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich habe mir mein Gefängnis mehrmals angeguckt, habe geguckt, ob irgendwo welche Lücken sind, aber da, wo dann halt der Icon kommt,
Prisoner Escaped. Wenn man darauf klickt, wird man, vermute ich mal, dorthin gebracht, wo das Ganze passiert ist. Und das war wirklich einfach durch die Haupteingangstür. Und ich habe geguckt, ich habe gesehen, wie viele Wachen es sind, wie viele Möglichkeiten es gibt, gestoppt zu werden. Der hätte da nicht durchlaufen können. Dementsprechend wusste ich nicht, wie das passiert ist. Und dementsprechend arbeite ich aktuell an meinem zweiten Gefängnis. Und ich arbeite daran, dass da überhaupt keine Möglichkeit gibt, da auszubrechen. Das ist ein Spiel, das richtig, richtig gut ist. Aber hier muss ich wirklich sagen, dadurch, dass das Spiel regelmäßig geupdatet ist, was eine gute Sache ist, aber noch nicht fertig ist, fand ich es nicht richtig, auch dadurch, dass ich glaube ich nur 30 Stunden gespielt habe, was nicht viel ist, fand ich es nicht richtig in die Top 10 zu bringen. Das nächste Spiel, das ich ansprechen möchte, ist Red Orchestra 2 bzw. Rising Storm First Person Realistic Shooter. Spiel gefällt mir sehr, sehr gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin grottenschlechter drin. Jede Runde, die ich spiele, wenn ich nicht gerade wirklich eine Position habe, wo ich mit Glück ein paar Leute umgenietet habe, ich bin immer ganz unten in der Tabelle zu finden. Mein großes Problem ist wirklich mit dem Spiel, dass ich einfach nicht weiß, was ich machen muss. Das erste Problem ist schlichtweg, dass zwei unterschiedliche Brauntöne gegeneinander anlaufen und man muss hoffen, dass man den richtigen Braunton bzw. den Gegner halt trifft. Der nächste Punkt ist wirklich, dass es gar nicht mal so einfach ist, in dem Spiel durchzusehen. Ich hatte eine vor kurzem erste Runde gespielt gehabt, wo es darum ging, Punkte einzunehmen, aber man hatte halt nur eine bestimmte Anzahl an Unterstützung, die gerufen werden können, also Respawns, wenn man das so sehen möchte. Und es war der Fall, dass wir so gut wie alle Punkte eingenommen haben. Wir hatten mehr Tickets, beziehungsweise haben deren Tickets früher Verbrauch gehabt, haben aber trotzdem, dank der gegnerischen, glaube ich, drei Soldaten, die überlebt haben, ebenfalls alle unsere Tickets noch Verbrauch gehabt. Und dementsprechend, es war eine größere Anzahl gegen drei noch am Leben gewesen und wir mussten das irgendwie entscheiden. Und ich konnte mich nicht vorbewegen. Und das Schöne ist, die draufgegangen sind, konnten zugucken, konnten halt, wie es bei Counter-Strike oder ähnliches, den ganzen Leuten zugucken. Und ganz ehrlich, wenn Leute mir zugeguckt hätten, es sähe aus, schlimmer sogar, schlimmer aus als ein Huhn, das keinen Kopf mehr hätte. Ich bin so orientierungslos durch die Gegend gelaufen, habe irgendwie gehofft, vielleicht, dass mir irgendein Gegner vor die Nase springt. Gleichzeitig habe ich gehofft, dass es nicht passiert, einfach weil ich hätte vermutlich nicht rechtzeitig gut reagieren können, hätte vielleicht einen Kollegen erschossen, einfach aus Hektik, Adrenalin oder was auch immer. Und dementsprechend war ich froh, dass irgendwelche anderen Leute das übernommen hatten und wir das einfach gewonnen hatten. Und dementsprechend ist es einfach nicht in der Liste gelandet, einfach weil ich zu wenig bisher gespielt habe und ich auch einfach zu schlecht bin. Ich bin jedes Mal letzter und das ist zwar nicht das Schlimmste, weil es nicht wirklich darauf angeht, die meisten Kills oder ähnliches zu bekommen, aber es fühlt sich dann trotzdem nicht immer so toll an, wenn man dann jeweils mal guckt, mit allen anderen Leuten halt von Anfang bis Ende gespielt hat. Die anderen haben irgendwie, was ich sage mal, 30 Kills und 300 Punkte gemacht und ich habe halt 2 und 5 Punkte bekommen oder ähnliches. Und das ist dann halt bisher dann doch noch nicht das Tollste. Muss aber trotzdem sagen, dass das Spiel mir sehr, sehr gut gefällt. Einfach weil es, denke ich, einer der besten Spiele ist, die Krieg ernsthaft und gefährlich rüberbringen kann. Als nächstes komme ich zu einem Spiel, das ich von Weißbrot zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Also hier mein Dank. Denn ich habe das Spiel schon richtig, richtig viel gespielt. Namens Plague Inc. Evolve. Das ist ein Spiel, wo man seinen eigenen Virus erzeugen muss und versuchen muss, alle Menschen zu infizieren und endgültig umzubringen, bevor Leute es schaffen, halt ein Gegenmittel zu erzeugen. Das ist der Witz des Spiels. Es ist am Anfang gar nicht mal so einfach, bis man dann realisiert, dass das zufällige Weiterentwickeln des Virus auch einfach wieder rückgängig gemacht werden kann. Und dann wird das Spiel zumindest ein Ticken einfacher, aber es macht halt unendlich viel Spaß. Und man muss wirklich sagen, es gibt eine Browserversion davon, vor Jahren mal rausgebracht worden. Diese Version auf Steam ist bei Weitem besser, sieht bei Weitem besser aus, bietet bei Weitem mehr und macht insgesamt auch mehr Spaß. Als nächstes komme ich zu ein paar Spielen, die etwas kleiner, aber trotzdem weiterhin sehr, sehr viel Spaß machen. Als erstes kommen wir zu Bookworm Deluxe, das ist von den Peggle-Machern. Und das ist ein Spiel, wo man im Endeffekt einfach nur versuchen muss, Wörter, englische Wörter, zusammenzusetzen und muss damit Punkte bekommen, muss gleichzeitig versuchen, es gibt dann spezielle Buchstaben, die aufpoppen, die dann brennend sind und man muss verhindern, dass sie nach unten durchrutschen, muss also relativ schnell versuchen, Wörter so zu erzeugen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Spiel, weil es halt einen wirklich auch so ein bisschen englische Wörter beibringt, nicht allzu viele, denn man greift dann doch häufig ab und zu auf die gleichen Wörter zurück, einfach weil man weiß, oh verdammt, hier ist ein Q, dass es am Brennen ist, Q und A funktioniert, okay, bumm, Ende aus. Dementsprechend, gewisse Wörter greift man halt immer wieder zurück. Aber es ist ein Spiel, das ich bisher schon sehr, sehr viel gespielt habe, habe sehr viel Spaß und ich weiß auch, dass ich das in der Zukunft weiterspielen werde. Als nächstes kommen wir zu einem Spiel namens Nation Red, das ist ein Zombie-Horde-Mode-Game, wo es wirklich nur darum geht, solange es geht zu überleben, versuchen möglichst viele Level abzubekommen, möglichst viele Upgrades zu bekommen und dann halt weiter zu überleben. Klingt simpel, ist es
ist, aber es macht unendlich viel Spaß. Und wenn man mal wirklich einen guten Run hinbekommt, dann kann der schon mal 30 Minuten ohne Probleme plus dauern. Das macht echt Laune. Ebenfalls ein Spiel, das ich in gerade der Weihnachtszeit etwas mehr gespielt habe, ist Pinball FX2. Dieses Spiel spiele ich im Endeffekt auch nur dank des Humble Bundles. Sie haben nämlich zwei Bundles rausgebracht, wo man mehrere Tische kaufen konnte für einen sehr günstigen Preis. Und dementsprechend habe ich jetzt hier eine große Auswahl an Tischen. Und ich muss wirklich sagen, es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, zumindest habe ich das mal gehört, dass das Spiel halt nicht echte Tische benutzt, was ich glaube, ohne Probleme, wenn man sich gewisse Tische anguckt. Aber viele finden das halt schlimm, dass es halt nicht authentisch genug ist. Ganz ehrlich, authentische Tische sind für den Arsch. Der Grund ist ganz simpel. Die wollen mit echten Tischen logischerweise, dass du möglichst viel Geld einwirfst. Und dementsprechend sind die Tische auch gemacht, dass man halt ab und zu mal ohne Probleme nichts dagegen machen kann, wenn der Ball durchfällt. Es ist in dem Spiel immer noch der Fall, aber es ist logischerweise bei weitem nicht so schlimm, weil man einfach Neustart sagt und dann geht's wieder los. Die Tische selbst sind meines Erachtens alle sehr, sehr cool. Es gibt hier und da logischerweise, die nicht so gut sind, aber den Großteil von denen, die ich bisher habe und auch gespielt habe, die waren richtig ordentlich. Und dementsprechend sehr cooles Spiel. Ist ein Spiel, wo ich nicht gut bin. Habe ich schon ein paar Mal angemerkt, dass ich in Pinballs nicht gut bin. Das Beste ist, glaube ich, bei einem Tisch. Bei einem der Anfangstischen habe ich mal 94 Millionen hinbekommen. Aber der Rest sieht bei Weitem nicht so gut aus. Und ich möchte auch persönlich gar nicht wissen, wie viel ich an Zeit verbraucht habe, um diese 94 Millionen zu erreichen. Wir kommen langsam zum Ende der Liste. Ich möchte aber noch auf ein paar Spiele eingehen. Als allererstes Payday 2 ist ein Spiel, das mir sehr gut gefällt. Ich habe ja ein paar Videos für den Channel dafür aufgenommen gehabt. Aber ich denke, dass es kein Spiel sein wird, das ich zumindest für den Channel weiterspielen werde. Denn das große Problem ist, es ist, denke ich, ein Spiel, wenn man das ernsthaft spielen möchte, wenn man schnell Level-Ups machen möchte und auch im Endeffekt die schweren Heists schaffen möchte, dann braucht man eine feste Gruppe. Und die habe ich schlichtweg nicht. Talisman 2 Digital Edition ist ein Brettspiel, das für den PC erschienen ist. Es ist ein Spiel, das meines Erachtens sehr cool ist. Es ist zwar ein bisschen RNG-lastig, also Random Number Generator, ziemlich zufällig. Und es ist ein Spiel, das sehr, sehr lange dauert. Meine allererste Partie hat 3 Stunden gedauert und ich konnte das nur um eine Stunde reduzieren, indem ich eine Hausregel, das das Spiel so mitbringt, aktiviert habe. Und zwar, wenn jemand in die Mitte kommt, das wo dann halt der Punkt ist, wo man halt das Spiel gewinnen kann, mit ein bisschen Glück, dass die Hausregel halt einfach aktiviert wird, dass keiner mehr seine HP regenerieren kann. Und das hat eine ganze Stunde davon weggenommen. Irgendwann geht es einfach zu Ende und das ist halt wichtig. Also jeder, der sich das Spiel ebenfalls holt, das ist relativ günstig im Winter Sale zu bekommen, der sollte wirklich diese eine Regel aktivieren, außer man will wirklich eine Stunde noch weiter zugucken, falls man vorher draufgegangen ist, wie der in der Mitte dann halt versucht, die allen anderen zu besiegen und die anderen sich halt einfach weigern. Ein Spiel, das ich ebenfalls für den Channel vorgestellt habe, ist Battleblock Theater. Das ist ein 2D-Plattformer, der sehr, sehr lustig ist und ich habe den auch schon etwas mehr gespielt und muss weiterhin sagen, es macht sehr, sehr viel Spaß. Es gibt definitiv in der Zukunft einige Level, die gar nicht mal so einfach sind. Da muss man wirklich ein bisschen mitdenken, muss ein bisschen aufpassen und wenn man halt ganz speziell versucht, immer alle Sachen einzusammeln, dann muss man ganz genau aufpassen, denn es gibt wirklich hier und da ein paar Situationen, wo man gewisse Sachen einfach übersehen kann. Ein weiteres Spiel, das man einfach mal so kurz nebenbei spielen kann, ist Race the Sun. Es ist ein sehr simples, von der Grafik her Spiel, das man versucht, soweit es geht, zu überleben, bis halt die Sonne es schafft, dir zu entkommen und dann halt man nicht mehr mit seinem solarbetriebenen Fahrzeug, Flugzeug weiterfliegen kann. Sehr cool, kann ich nur empfehlen. Nächstes Spiel, das ebenfalls ein sehr realistischer First-Person-Shooter ist, ist Insurgency. Habe ich noch nicht so viel wie Red Orchestra 2 gespielt, einfach weil ich es noch nicht so lange habe. Aber das ist ebenfalls ein Spiel, das mir sehr, sehr gut bisher gefallen hat. Es ist definitiv ein Spiel, das ich auch im nächsten Jahr noch mehr spielen werde. Ein Spiel, das ich ebenfalls Let's Played habe, war Custom Quest. Das ist ein Spiel von Double Fine, also wieder sehr charmant. Gameplay nicht allzu toll gewesen. Die Kämpfe waren dafür schlichtweg immer zu sehr das Gleiche. Man konnte zwar hier mit den Kostümen hier und da was machen, jeder konnte so seine eigene Kombination finden, die definitiv auch funktioniert, aber trotzdem war es zumindest in den Kämpfen nicht allzu spannend. Das vorletzte Spiel, auf das ich eingehen möchte, ist Euro Truck Simulator 2. Das ist ein Spiel, das ich damals definitiv nicht erwartet hätte, dass es mir so viel Spaß machen würde. Ich habe es jetzt in diesem Jahr nicht allzu viel gespielt gehabt, aber es ist definitiv ein Spiel, das ich regelmäßig mal reinspringe, hier ein, zwei Fahrten mache, nebenbei ein bisschen Hot Mix Radio oder ähnliches höre und einfach meinen Spaß habe.
Was ich aktuell bei meinem Spielstand so ein bisschen als Problem habe, ist, dass ich keine Aufträge wirklich finde. Keine Ahnung, ob das an der Mod liegt oder ähnliches oder ob ich irgendwas übersehe, aber ich bin häufig jetzt schon an gewissen Stellen vorbeigefahren, im Freefahrt-Modus im Endeffekt, wenn man so sehen möchte, habe versucht, neue Sachen zu finden, aber die komplette Liste war leer. Also keine Ahnung, falls da jemand weiß, wie dieses Problem entsteht, ob das ein Problem ist, kann gern sich da bezüglich melden. Und zu guter Letzt ein 3DS bzw. Wii U Spiel, was ich auf der Wii U noch bisher nicht gespielt habe, und Super Smash Bros. Für 3DS bzw. Wii U. Das ist ein Spiel, das mir ebenfalls sehr gut gefallen hat. Ich habe sogar auf dem 3DS relativ viel gespielt, muss aber dann trotzdem sagen, dass die Wii U-Version weiterhin die Version, obwohl ich sie bisher nicht gespielt habe, ist und dementsprechend hat sie auch in den Top 10 nicht zu suchen gehabt, obwohl ich halt doch relativ viel Spaß daran hatte. Und damit sind wir auch mit diesem Punkt fertig. Wir haben jetzt über den Adventskalender geredet, sowie meine Top 10 diesen Jahres. Und auch wenn vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig wichtig, ich bin nochmal auf Spiele eingegangen, die ich nicht nur in diesem Monat, sondern auch in diesem Jahr gespielt habe. Und bevor ich mich jetzt hier komplett verabschiede, möchte ich mich bei euch bedanken für das Jahr, die mich unterstützt haben, die ihre Kommentare gegeben haben oder einfach nur das Ganze geguckt haben. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, hoffe, dass ihr im nächsten Jahr ebenfalls wieder Spaß haben werdet und wünsche euch alles Gute, wünsche, dass ihr einen guten Rutsch ins neue Jahr habt und solange alles so läuft wie geplant, werde ich am Montag, den 5. Januar, wieder mit Let's Plays und anderen Videos auf diesem Channel starten. Ich verabschiede mich und bis dann.